weil ich Kreuzfahrtschiffe liebe. Das ist einfach immer ein Erlebnis, hier zu stehen und zu gucken, wie das so ganzen Zeitraffer so durch dieses kleine Nadelöhr da verschwindet. Da haben wir wunderschönes Wetter und da ist die Gelegenheit. Zweimal im Jahr kommen wir und gucken. Also wir kommen aus Eckernförde, haben gestern gelesen, dass das Schiff heute rausgeht und dann sind wir kurzfristig hergekommen. Wir sind jedes Jahr an der Nordsee und wir sind das erste Mal hier. Wahnsinnig interessiert, wie eine Ausdockung ist von dem Kreuzfahrtschiff. Deswegen sind wir aus Bottrop angereist, heute Morgen, um das zu erleben. Durch den schmalen Durchgang da, wie das Schiff da durch manövriert wird, das finden wir immer faszinierend. Ich bin hier, weil ich gerne diese Schiffe aufnehmen möchte, weil man will es voraussichtlich hier in Nordeuropa nicht wieder zu Gesicht bekommen, da es für den amerikanischen Markt gebaut ist. Und heute ist schönes Wetter. Und die Übergabe erfolgt in Bremerhaven im Dezember. Da kann es natürlich dunkel und nass sein. Und daher habe ich mich auf dem Weg von Bremerhaven hierher gemacht. Ja, interessant, überhaupt so ein großes Kreuzfahrtschiff mal von der Nahe zu sehen. Ne? Und deswegen sind wir hier. Ja, sie sind groß, vielleicht nicht unbedingt schön. Aber gut, als Sammler nimmt man halt alles.